Wie schmeckt dir deine Waffe? Ist sehr lecker, ist ein bisschen hässlich geworden. Aha. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben damit. Deine ist schöner. Ja gut, stimmt. Ich habe dir schon die erste gegeben. Ist dir genug Nutella? Geht schon. Ein bisschen wenig. Ich bin auch auf Diät. Achso, das ist eine Diät-Nutella-Waffe. Wenn es mir das Trendkost. Low Carb. Wenn es nicht Trendkost, dann nimmt man ja verschiedene Lebensmittel halt vermehrt zu sich. Mhm. Manche machen das mit Möhren, ich mache das mit Nutella-Waffeln. Mhm. Wichtig ist, dass es isoliert ist. Wenn es nicht isoliert ist, dann ist es auch keine Trennkost. Verstehe. Aber ich habe deswegen jetzt hier auf dem Teller meine Croissants gehabt, in dem Teller mein Büchermüsli und da auf dem Teller jetzt meine Waffeln, also Trennkost. Du machst das auch. So. Der letzte Drehtag hat begonnen. Dass ich reingestiegen bin. Nein, weil ich mache das Ganze dynamisch. Solltest du als Filmmaker wissen, dass statische Bilder langweilig sind. Ein guter Punkt. So, also Max ist gerade dynamisch ins Auto gestiegen und wir fahren jetzt los zu Helen Lange-Hannenberg. Und wir wissen noch nicht genau, was uns erwarten wird, aber so wie ich das verstanden habe, dann eine Lehrstunde mit einer vielversprechenden Schülerin von ihr. Und das ist immer cool, weil also man möchte natürlich im Idealfall, man hat immer so diesen Wunsch, dass die Profis dann auch selber reiten. Aber je nachdem, was sie vielleicht gerade auch, woran sie gerade arbeiten oder so, ist es teilweise auch einfach so cool zu sehen, wenn sie eine Lehrstunde machen, weil sie dann ihr Wissen noch mal ganz anders vermitteln können. Also sie können dann, ja, also quasi ihr Wissen vermitteln und gleichzeitig noch andere korrigieren. Und das ist schon cool, finde ich immer. Oder? Findest du auch? Lernst du auch immer viel? Ja. Ja, Max lernt auch viel. Ready? Ja. Ich wollte deine Aufnahme nicht durch Motorgeräusche unterbrechen. Ich mach Autogespräche, wo mein Kamera literally hier steht, während ich Auto fahre. Ist das überhaupt egal? Ja, du darfst es nur während der Fahrt nicht anmachen. Und das tue ich nicht. Achtung, keine Menschen überfahren, bitte. Das könnte teuer werden. Wir sind angekommen. Schaut mal. Voll schönes Pferd. Und da auf dem Paddock steht noch ein schönes Pferd. Ist das toll. Ich mag Füchse, wie ihr vielleicht jetzt verstanden habt. Weil ich ja immer auch Füchse toll finde. Entgegen der Meinung vieler bin ich nicht so der Riesenschimmel-Fan. Hier passiert jetzt das, was immer passiert. Max ist ein Nasenfetischist. Gut, lass rauskommen. Lass ihn ruhig im Galopp ein bisschen länger, lobst ihn. So, lass ihn jetzt ein bisschen genau. Prima. Lob ihn ruhig nochmal. Okay, wir sind fertig und ich bin gerade geschockt. Ich habe noch nie einen Profi-Stall gesehen, an dem so viel Heu gefüttert wird. Also wirklich, nicht nur, dass es gerade eine sehr coole Unterrichtsstunde war, krass, voll gut. Heute konnten wir noch nicht so viel Content machen, Maximilian. Stimmt. Machen wir denn jetzt? Viel anderen guten Content. Muss man auch sagen. Ja, aber ja nicht von Heu. Achso, ja. Ja bringt mir ja den für den. Dein Waffel-Video habe ich noch. Ja, aber das trägt sich ja nicht von selber, obwohl ich weiß es nicht. Das sorgt für die Klicks. Das sorgt für die Klicks. Und manche so, ich dachte, sie ist auf Diät. Ja, es ist kein Wunder, dass sie fett ist. Beschwert sich die ganze Zeit, aber isst trotzdem eine Waffel. It's called balance, people. Trip! Wir fahren nach Hause. Wem schreibst du da? Das verrate ich nicht. Maximilian hat eine Freundin. Sorry. Wir
müssen jetzt rausgelassen werden. Das ist hier nämlich gut abgesichert. Und er hat es geschafft. Du bist einfach ein Macher. Du bist einfach ein Macher. Ja, ohne zu überlegen. Unfassbar. Wirklich, wir standen hier und er, boom, Handbremse rein, Tür auf, raus, Knopf gedrückt. Wirklich, du bist ein Alpha. Krasser Typ. Let's go. Guck mal, und jetzt, wer jetzt den letzten Vlog geguckt hat, der weiß, warum das hier jetzt flackert. Ich sag's nicht nochmal, ihr müsst euch das angucken. Hast du es denn selbst verstanden? Ja. Das glaube ich dir sogar. Toll, er glaubt nicht, dass ich so dumm bin. Ich hab Ohren. Let's go. So, Freunde des gepflegten Autosports. Ich kann das jetzt leider gerade nicht anders filmen, weil ich mein Handy in der Handyhalterung habe. Aber guess what? Ich habe mein Auto wieder. Mal gucken, ob alles jetzt in Ordnung ist. Ne? Ich habe das jetzt gerade noch abgeholt. Max und ich waren fast schon wieder zu Hause. Der übernachtet heute auch bei uns, bevor er morgen weiterfährt, weil der muss ja noch ein Stück weiter. Der kommt ja aus dem Münchner Raum. Und der hat dann gesagt, nur dann bleibt er nochmal bei uns. Freue ich mich auch. Ich sehe Max ja jetzt nicht so oft. Also schon öfters als manche andere Leute. Aber jetzt nicht so, so oft. Und da freue ich mich natürlich immer. Und dann waren wir fast schon mal zu Hause und dann rief mein Mann an und sagte, ey, das Auto ist fertig, ich wollte das holen gehen. Und wir natürlich, na klar, wir saßen ja gerade 4 Stunden im Auto. Ich kann uns gerade nichts Schöneres vorstellen, aber natürlich freue ich mich, dass ich mein Auto habe. Und jetzt hoffen wir, dass er in Ordnung ist. Dass jetzt alles in Ordnung ist, dass jetzt keine fiesen Überraschungen mehr kommen. Weil, ja, war auch jetzt eben wieder ganz nett im Autocenter. Also, sie sind auch total nett. Und jetzt hoffe ich einfach, dass sich das Thema erledigt hat. Das wäre nämlich grandios.